dass ihr wieder dabei seid bei Conny Canarias Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. So, wir waren ja stehen geblieben. Spanier verstehen, da sie ja öfter andere Wörter verwenden. Wir waren ja bei es difícil, es ist schwer, aber oftmals wird gesagt me cuesta. Este ejercicio me cuesta mucho. Diese Übung fällt mir schwer. Das nächste. Si fuera tú, wenn ich du wäre. Oftmals sagt der Spanier aber yo que tú. Wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. Wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. Yo que tú no lo haría. Yo que tú no lo haría. Dann haben wir no tienes control. No tienes control. Du hast keine Kontrolle. Aber der Spanier sagt auch se te fue de las manos. Se te fue de las manos. Sozusagen, es ist dir aus den Händen geglitten. Du hast deine Hausaufgaben vergessen. Nicht wahr? Es lief aus dem Ruder. Stimmt's? Du hast deine Hausaufgaben vergessen. Nicht wahr? Es lief aus dem Ruder. Stimmt's? Olvidaste los deberes. No? Se te fue de las manos, ¿verdad? Olvidaste los deberes, ¿no? Se te fue de las manos, ¿verdad? So, das reicht. Muchas gracias. Hasta mañana.